Es geht Schlag auf Schlag. Die Ampel hat sich endlich auf den Haushalt 2025 geeinigt. Wir wollen live reinhören in das Statement der FDP. Der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr ist an die Mikrofone getreten. Demokraten, was die Schuldenbremse betrifft, hier und da oftmals alleine dastehen. In der Öffentlichkeit, bei den Menschen in Deutschland, bei den Bürgerinnen und Bürgern ist das gänzlich anders. Die weite Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet die Schuldenbremse. Und deswegen ist es der Auftrag der FDP, das auch in Regierungsverantwortung umzusetzen. Mit der Einhaltung der Schuldenbremse wird die Schuldenquote in Deutschland weiter gesenkt. Und die Belastungsquote für die hart arbeitende Mitte in Deutschland sinkt ebenfalls. Und gleichzeitig halten wir die Investitionen auch im Bundeshaushalt 2025 auf einem historisch hohen Niveau. Es wird in das investiert, wofür der Staat zuständig ist, in Straße, Schiene, in Infrastruktur. Das sind die Kernaufgaben des Staates. Und gleichzeitig an anderer Stelle wird auch gekürzt, beispielsweise was Subventionen betrifft. Zum 1. Januar diesen Jahres haben wir ja beispielsweise auch Subventionen für Elektroautos abgeschafft, weil wir uns darauf konzentrieren wollen, auf das, was der Staat richtigerweise tun muss. Kurzum, wir setzen jetzt das um, was auch der Bundeskanzler vor einiger Zeit schon gesagt hat. Wir kommen mit dem Geld, was uns die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellen, aus. Und das ist ein ganz wichtiges Signal aus meiner Sicht. Zweitens, innerhalb der Koalition ist eine Wirtschaftswende vereinbart worden und verabredet worden. Eine Wirtschaftswende, die das Wachstumspotenzial Deutschlands deutlich erhöhen wird. Es wird mehr Arbeitsanreize geben. Es wird insbesondere was die Einwanderung betrifft, sich darauf konzentriert, dass Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt stattfindet und nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Kurzum, wir stärken die Wachstumsfaktoren in Deutschland. Und das ist ebenfalls sehr wichtig für unser Land. Denn es ist kein Geheimnis, aufgrund ausgebliebener Reformpolitik in den letzten anderthalb Jahrzehnten hat Deutschland eine Wachstumsschwäche. Das wollen wir überwinden, indem wir das Wachstumspotenzial unseres Landes deutlich stärken. Die Schuldenbremse wird eingehalten. Deutschland kann wieder wachsen. Das sind beides sehr wichtige und gute Signale für Deutschland. Und als Freier Demokrat freue ich mich darüber besonders. Herr Dürr, das war jetzt sehr abstrakt. Sie haben gesagt, Prioritäten setzen für 2025. Wo gab es denn jetzt konkret Einschnitte? Also sehen Sie mir nach, die Details werden ja nachher durch die Verhandler, also diejenigen, die die Gespräche über den Haushalt 2025 geführt haben in den letzten Tagen und Wochen. Das waren ja nicht nur Gespräche in der letzten Nacht, sondern bereits in den letzten Tagen und Wochen haben sich die Koalitionsspitzen auf die wichtigen Punkte verständigt, werden heute um 11 Uhr im Rahmen einer Bundespressekonferenz vorgestellt. Mir war wichtig, dass wir heute Morgen ebenfalls wie die Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen ebenfalls eine Unterrichtung der FDP-Bundestagsfraktion, also der Kolleginnen und Kollegen im Bundestag haben. Und dabei ist das genannt worden, was ich vorhin gesagt habe. Alles Weitere werden Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner um 11 Uhr in der Bundespressekonferenz vorstellen im Detail. Aber wichtig, glaube ich, für die Menschen, ja nach einigen Wochen, wo das vielleicht nicht alle Koalitionspartner immer so vertreten haben, wichtig für die Menschen in Deutschland ist, die Schuldenbremse wird eingehalten und wir machen uns auf den Weg, eine echte Wirtschaftswende für Deutschland einzuleiten. Gegen die FDP gesetzt bei deiner Information der Presse, unter anderem, dass es ihnen wohl egal gewesen wäre, wenn es noch länger gedauert hätte und so weiter. Es fiel ihm auch das Wort Klamauk, was man auch mit ihm hätte assoziieren können. Haben sich jetzt zwar geeinigt, aber das Tischtuch ist zerschnitten, die Stimmungsfrage. Nein, so habe ich Herrn Mützenich auch nicht verstanden. Es ist richtig, dass vor dem Hintergrund, dass ja auch aus Teilen der Koalition der Ruf laut geworden ist, die Schuldenbremse im kommenden Jahr nicht einzuhalten, dass wir hier immer und zu jedem Zeitpunkt sehr deutlich gesagt haben, wir bestehen darauf, dass die Schuldenbremse auch 2025, wie schon in der Vergangenheit, in dieser Bundesregierung eingehalten wird. Und das ist das Ergebnis der Gespräche. Und da hätte ich keine Probleme damit gehabt, wenn man noch ein paar Tage braucht. Denn richtig ist ja, dass wir den Bundeshaushalt zum ersten Mal im Deutschen Bundestag im September behandeln werden in einer ersten Lesung und dann die abschließende Beratung des Haushaltes 2025 Ende November, Anfang Dezember stattfinden wird. Insofern ist da Zeit, aber früher ist auch gut. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Und da ist mir wichtig, dass die Schuldenbremse eingehalten wird und dass sich die Koalition darauf geeinigt hat, ist ein wichtiges und starkes Signal. Denn machen wir uns nichts vor, nicht nur Teil der Koalition
haben immer wieder angedeutet, dass man auch die Schuldenbremse aussetzen könnte, sondern erinnern Sie sich an die vielen Stimmen von CDU-Ministerpräsidenten in Deutschland, die die Schuldenbremse schleifen wollen. Wie gesagt, die FDP ist im politischen Raum bei der Einhaltung der Schuldenbremse manchmal alleine. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet die Schuldenbremse und wir sind die parlamentarische Vertretung dieser breiten Mehrheit.